Ich bin eine ruhelose Seele. Nimm mich mit und suche meinen Körper. Soll ich das tun? Ja? Nein. Ah, ich muss dich ja wohl irgendwie... Hab Dank! Ja, bitteschön. So, jetzt sind hier schon wieder Spinnen. Spinnies! Hoi! Hurra, Spinnen! Gut. Also wenn es da wieder runter zur Kapelle geht, dann geht's hier irgendwo hin? Nein, geht es nicht. Geht es denn hier irgendwo hin? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, auch nicht schlecht. Okay, hier kommen wir erst später hin. Ich bringe jetzt erstmal diese Seele zu seinem Körper. Das ist nämlich diese fette Rüstung, die wir da schon gesehen haben. Mein Körper. Mein Körper. Mit einem Schrei fährt die Seele in ihren Körper. Ah! Aua. Oh. Ah, leck mich, jetzt kommen noch diese Scheißdinger dazu. Diese Kampfmusik ist einfach immer so episch. Achso, ja, das war jetzt ja voll der harte Endgegner. Beziehungsweise Zwischengegner. Ja, gut. Zwei Schläge und er ist tot. Auch nicht schlecht. Ich meine, viel mehr halten seine Kollegen ja hier auch nicht aus. Na ja, gut. Aber man braucht das Level 25 für den Endgegner hier in diesem Dungeon. Aber den will ich nicht spoilern. Das soll eine Überraschung werden. Ach du Feier. Geh weg. Ich kann mich erinnern, als ich das Spiel so zum ersten Mal gespielt habe, da war das hier immer so mein Trainingsort, auf Level 25 zu kommen. Ach du meine Güte. Lebt das Ding noch? Ne, ich glaube nicht. Oh nein, ich muss so einer. Bumm. Ja, Jungs, platzen auf. Eispickel, eine neue Waffe. Ach, er hält den Turmschlüssel. Wow, wow, wow. Ja, wunderbar. Ich habe ja gesagt, dass ich in Zukunft auch, wenn ich was finde oder so, das erstmal 10 Sekunden in der Luft halte. Das habe ich heute auf der Arbeit mit meiner Cola gemacht. Ja. Fand ich einfach mal so witzig. Bin ich einkaufen gewesen und nachdem ich bezahlt habe, habe ich einfach mal so die Cola in der Luft gehalten. Da bin ich gelevelt auf Level 26, verdammte Kacke. KP steigt um 14, Stärke steigt um 2, Abwehr steigt um 3 und Glück um 4. Ja! Ja, was ich sagen wollte, habe ich auf jeden Fall die Cola in der Luft gehalten und die Leute haben mich voll komisch angeguckt. Und da habe ich so gemeint, ist schon okay, dafür muss man mich kennen. Also so habe ich es natürlich nicht ausgedrückt, aber die müssen dann halt wissen, dass ich Let's Plays mache. Küche. Ja, ich laufe hier schon bewusst rein, weil ich ganz genau weiß, was es hier gibt. Sieht im ersten Anblick nach nichts aus, aber der Opal lag in der Asche der Feuerstelle. Ach, er hält den Opa! Cool, ich habe einen Opa gefunden. Wie geil. So, jetzt muss ich nur wieder raus hier. Voll die epische Musik, ey. Ist auch, glaube ich, das einzigste Dungeon, wo wir wirklich diese Musik hören. Also genießt sie jetzt neben meinem Gebrabbel. So. Wo wir gerade bei Ich und Arbeit und so sind. Na, sagen wir mehr Einkaufen. Und zwar... Ach, guck mal, hier ist der Turm, ne? Habe ich beim Einkaufen... Das war, glaube ich, verflucht. Verschlossen. Beim Einkaufen heute... Nein, nicht heute. Das war...
Samstag oder Freitag gewesen, letzte Woche. Sieht das ekelhaft aus. Ne, so ekelhaft geht's nicht, aber... So. Buff! Da habe ich mich was ziemlich Witziges beobachten können und das werde ich, glaube ich, auch... aua. Das werde ich auch hochladen. Das werde ich jetzt hier nicht direkt reinschneiden. Aber, ihr kennt das ja bestimmt so, wenn ihr in den Laden reingeht, meistens ist es dort, dass da so Schranken sind, die dann immer aufgehen. Und, bei mir hatten die einen Knack weg gehabt und die sind immer aufgegangen und dann sind sie zur Hälfte wieder zugegangen und dann sind sie urplötzlich stehen geblieben und dann sind sie wieder aufgegangen. Das ist witziger, als es sich anhört. Und deswegen werde ich das jetzt mal gucken. Entweder werde ich das jetzt hier an dieser Stelle kurz reinschneiden oder ich werde das separat hochladen. Muss ich mal schauen, wie ich da lustig bin. Aber ich glaube, ihr wollt jetzt mehr das Let's Play sehen und nicht irgendwelche Einkaufsgeschichten. Deswegen glaube ich, mache ich das separat. Oh, du bist doch ein Lümmel, bist du doch. Hier, guck mal, ein Schlag und du bist hinüber. Oh. So, das habt ihr jetzt davon. So, ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hier hinkommen. Der Turm nimmt ja irgendwie gerade kein Ende, ne? Ja, so gut, so kann man sich täuschen. So, was haben wir denn hier Feines? Ja, das Lilane ist ja alles Säure. Huch. Huch, wir sind ziemlich hoch. Mir wird schwindelig. Ah, schau, die Wand des Turms auf der anderen Seite. Oh, die Musik hört auf. Oh, oh. Oh, was ist das? Das Drachenauge leuchtet in der Wand. Sicher ein wertvolles Juwel. Super, doch wie komme ich auf die andere Seite? Soll ich aber wie ein Huhn durch die Luft eiern? Bingo! Ich werde dich schon anschubsen, damit du vom Fleck kommst. 3, 2, 1, los! Ja, aber... Oh! Wie komme ich wieder zurück? Der Topas sitzt im Auge der Schlangenskulptur. Arg erhält den Topas! Den Topas! Toll, ich muss einfach runterfallen. So, dann kommen wir jetzt auch noch in die andere Seite kurz reingucken, was es hier so Feines gibt. Jetzt hier neben den Skeletten. Hua, aua. Hua, ausgewichen. Mann, ich habe so viel Skill. Hab ich nicht. So, das hast du jetzt davon. Ach du meine Güte, das ist ja kein Turm mehr, das ist eine Kanalisation. Schon drei Kristalle hier jetzt gefunden. Das ist very nice. Dosch! Dosch! Also Geld werde ich jetzt partout nicht aufsammeln, weil ich habe davon richtig einen Arsch voll. Ja. Und das alles für ein Abwehr-Elixier. Das hat sich ja gelohnt. Na gut, sammle ich es doch mit ein. Ach, hier geht's noch weiter. Hat diese Statue nicht irgendwas im Mund? Sieht ziemlich bissig aus. Hand reinstecken. Hey, das ist doch ganz... Hey, ist doch ganz egal. Ein oder zwei Arme. Ak steckt seine Hand tief in den Mund der Statue. Ach. Cool. Wir haben das Gift abgeschaltet, also die Säure. Sagen wir es mal so. Ups. Ah, der ist ja wieder da. So, da haben wir hier wieder ein paar mobile Xylophone. Ne, da auf den Rippen kann man bestimmt super toll Xylophone auf den spielen. Huch. Wie so ein Stein hoch und runter gesprungen. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder in der Küche, ja? Sehr schön.
Weil ich kann mich daran erinnern, dass wir noch nicht ganz fertig waren. Weil hier geht es nämlich noch in den Keller. Na, oder ins Obergeschoss. Ja, Keller, Obergeschoss ist ja fast dasselbe, wenn man so will. Also, Scheiße, jetzt habe ich den Text weggedrückt. Was ist das für ein merkwürdiger Mechanismus? Vielleicht dreht es sich, wenn man dagegen tritt und die Wand schiebt. Okay. Schauen wir mal. Ha. Huh. Okay. Also wir haben hier offenbar eine 2, eine 3. Das sieht aus wie eine 7. Okay, wir haben 2, 3, 7. 2, 3, 7. Hier haben wir 1, 5, 8. Und hier 1, 4, 6. Okay. Jetzt müssen wir daraus irgendwie wohl einen Code herbeizaubern. Wenn ich mich recht erinnere, steht der in dem Gemach, in irgendeinem Bücherregal. Aber ich meine, ich krieg das noch so zusammen. Ich meine, das war nämlich 7, 5, wenn ich mich erinnere. Und hier müsste es 4 gewesen sein. Mann? Gut. Ich probiere erstmal ein bisschen durch und danach laufe mal ins Gemach. Ah! Also, für Leute, die es mitschreiben wollten, es war 286. Es hat sich nämlich jetzt was getan. Hat man. Ah! Oh, ich wollte gar nicht nach unten sausen. So, und was hat sich jetzt verändert? Das kann ich mal schnell zeigen. Hoppala. Also heute hängt es aber. Ja, ich muss mir mal ein bisschen mehr Arbeitsspeicher kaufen. Mein, Fraps frisst zu viel. Hier, jetzt sind nämlich die ganzen Kronleuchter ein nach unten gerückt. Und jetzt kann man hier bequem draufjumpen. Genau, bequem draufjumpen. Pfiu. Ah! Okay, warte, jetzt. Oh ja, genau, am besten so. Warte, ich muss nochmal eben ganz kurz mit, so machen. Genau, mit Richtungstasten. Ah, er hält den Rubin. Wow, wow, wow. So, ich hoffe, daneben ist eine Wunderknolle drin, weil die brauche ich mal. Davon habe ich schon reichlich. Dann wird es eine Götterknolle sein, weil davon habe ich 9 Stück. Dann nehmen wir die mal eben. Und nehmen das Abwehr-Elixier zu uns. Zack, Abwehr steigt um 1. Genau. Wunderbar. So, lass mal sehen, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben den Opa. Wir haben den Rubin. Wir haben den Topaz. Da fehlt noch einer. Gut, das heißt, warte mal, welcher fehlt mir denn davon noch? Ja, müssen wir mal schauen. Genau, hier müssen wir nämlich schauen. Weil hier waren wir ja noch nicht. Habe ich mir extra aufgespart. Chaka greift an. Kennt ihr hier Chakalaka-Soße oder was? Ich weiß nicht, ich habe gleich 8000 Moneten. Bücherei, genau, hier würde der. Aua. Der wirft durch das Bücherregal. Ach, oder steht der oben drauf? Hier hätte jetzt der Code für das, Dingens da gestanden. Hier in irgendeinem Regal, glaube ich. Arg betrachtet ein altes Buch, das Tagebuch eines Soldaten. Im fernen Skandia entdeckten wir die Ruinen einer Stadt. Ich versteckte dort einen Schatz. Ob er jemals entdeckt wird? Oh, in Skandia ist also ein kleiner Schatz. Oh so. Arg betrachtet ein altes Buch. Ein Bericht über Kolumbus' Abreise zu einem neuen Kontinent. Endlich setzen wir die Segel. Der Himmel ist klar. Ideale Bedingungen für unsere Reise. Ich habe 3 Männer mit an Bord genommen. Die Söhne der Königin. Oh.
Und jetzt ist nichts mehr von ihm übrig, wa?